E-Textilien, Smart Textiles, Smart Garments oder auch Wearable Electronics. All diese Bezeichnungen beschreiben die Integration von elektronischen Funktionalitäten in textiles Material. Es geht also um die neuartige Verbindung von Elektronik und dem Textilbereich. Diese Verbindung ermöglicht es, die Qualitäten beider Disziplinen zu verbinden und neu zu denken. Schaltkreise mit Sensoren, Aktoren, Licht- oder Wärmeleitern werden als textile Pads umgesetzt und können mit Alltagsgegenständen verwebt werden und dadurch neue Funktionen ausführen. E-Textilien werden es in Zukunft ermöglichen, den menschlichen Körper in ein interaktives Interface zu verwandeln. Beispielsweise ist es möglich, Lautsprecher direkt in den Stoff zu integrieren. Kopfhörer werden damit unnötig. Textiltechnologien sind ein großer und zukunftsorientierter Forschungsbereich. Wichtige Beispiele sind Produkte für die Bereiche Sport, Gesundheit, Sicherheit und Freizeit. Im Sportbereich können unterschiedliche Sensoren zur Messung der Körperfunktionen eingesetzt werden. Interaktive Arbeitsschutzbekleidung wird für bestimmte Berufsfelder entwickelt. Diese kann zum Beispiel in Gefahrensituationen die Maschinen in der Umgebung abschalten. Textilien können auch auf Berührung reagieren und als Bedienelemente eingesetzt werden. Im Auto der Zukunft sollen Fenster, Spiegel und Beleuchtung über textile Oberflächen gesteuert werden. Mehr Informationen dazu gibt es im verlinkten Blogbeitrag mit dem Titel E-Textilien, der Stoff, aus dem die Digitalisierung ist. Durch den Einsatz der E-Textilien im textilen Gestalten wird über einen experimentellen Zugang ein Verständnis für Elektronik entwickelt. Neben der technischen Funktionalität wird das Feld der E-Textilien dabei zusätzlich durch eine künstlerische Dimension erweitert. Damit bietet sich ein breites und vielseitiges Feld zum kreativen Experimentieren und Kombinieren mit unterschiedlichen Materialien und Techniken. Es kommt zu einem Wiederaufleben oder auch einer Aufwertung von alten Handwerkstechniken und einer Anpassung dieser an das Technologiezeitalter. Grundlage für die Funktion ist immer die elektrische Leitfähigkeit von bestimmten textilen Fasern. Meist verwendet man leitfähiges Garn, das ganz normal mit einer Nadel von Hand vernäht werden kann. Damit können unterschiedliche elektronische Bauteile in einem Stromkreis verbunden werden. Als Energiequelle bieten sich flache Knopfzellenbatterien an. Also ich habe erstmal auf einem Blatt Papier Ideen gesammelt und dann ist ein Garn rausgekommen. Den habe ich dann aus Filz ausgeschnitten und habe dann mit einem Faden, da das der Strom leitet, erstmal einen Stromkreis gebaut, dass wenn da das ist da berührt, da ist auch eine Batterie drinnen, das ist dann leuchtet, der Geist, mit dem Auge. Irene Posch und Hanna Perner-Wilson haben mit dem E-Textile-Tester-Armband ein Werkzeug zum Testen der leitenden Eigenschaften von unterschiedlichen Materialien, die man im Alltag finden kann, entwickelt. Das Armband selbst ist ein elektronisches Textil und kann mit einfachen Mitteln hergestellt werden. Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung und Funktionsweise haben die beiden als Open Source Design zum Kopieren und Weitergeben veröffentlicht. Im verlinkten Artikel geben die beiden einen Einblick in ihre Arbeit mit elektronischen Textilien. Irene Posch, Hanna Perner-Wilson und Aphrodite Psara sind Beispiele für transdisziplinäre Forscherinnen und Künstlerinnen, die sich intensiv mit dem Bereich der E-Textilien beschäftigen. Sie sind somit wahre Vorreiterinnen auf diesem Gebiet. Ihre Arbeiten fallen in den Bereich Kunst und Design und zeigen, wie weit man die Verschränkung von Textil und Elektronik denken kann. Irene Posch ist Professorin für Design und Technologien an der Kunstuniversität Linz und befasst sich speziell mit der Verbindung von technologischen Entwicklungen und dem Bereich Kunst und Handwerk. In ihrem Projekt The Embroidered Computer hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Ebru Kurbak alte Handwerkskunst auf eine einmalige Art und Weise mit moderner Technik verbunden, indem sie mit der historischen Technik der Goldstickerei einen funktionsfähigen und programmierbaren 8-Bit-Computer gefertigt hat. Unter anderem beschäftigt sie sich auch mit gestrickter Elektronik und mit speziellen Werkzeugen für das Arbeiten mit elektronischen Textilien. Dazu zählt auch das E-Textile-Tester-Armband.
Hanna Perner-Wilsen studierte Industrial Design an der Kunstuniversität Linz und machte danach ihren Master in Media Arts and Sciences am MIT Media Lab. Zusammen mit Mika Satomi bildet sie das Kollektiv Copacant. Die beiden teilen auf ihrer Online-Datenbank How to Get What You Want ihre textilen Sensordesigns und ihren DIY-Ansatz für E-Textilien. Damit bildet diese Plattform einen riesigen Pool an Erfahrungen, Materialien, Techniken inklusive detaillierter Anleitungen. Aphrodite Psara ist eine transdisziplinäre Künstlerin und Assistenzprofessorin für digitale Kunst und experimentelle Medien an der University of Washington. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Interaktion von Kunst und Wissenschaft mit einem kritischen Diskurs bei der Schaffung von Kunstobjekten. Mit ihrem Projekt Lilitronica kombinierte sie handgefertigte elektronische Stickereien mit dem Lilipad Mikrocontroller von Arduino, um eine experimentelle Soundperformance zu schaffen. Sie zeigt damit den Widerspruch zwischen den fragilen elektronischen Stickereien, die als Instrumente dienen, und den primitiven digitalen Klängen, die sie erzeugen. Es gibt viele verschiedene Anbieter von Materialien für den Bereich der E-Textilien. Wie man sieht, ist die Auswahl an unterschiedlichen Bauteilen riesig. Zur Grundausstattung gehören neben dem leitfähigen Garn zum Beispiel auch spezielle flache, vernähbare LEDs, Schalter- oder Druckknöpfe, Knopfzellenbatteriehalter sowie diverse Sensoren und Aktoren. Durch den Einsatz von Mikrocontrollern werden E-Textilien zu interaktiven Systemen. Bekannte Hersteller von speziellen tragbaren Mikrocontrollern sind zum Beispiel Arduino mit dem Lilipad. Dieses gibt es in mehreren Versionen und mit einer großen Auswahl an Zubehörteilen, Testkits und DIY- sowie Programmieranleitungen. Von Adafruit gibt es die beiden Versionen Flora und Gemma. Das Besondere beim Zubehör von Adafruit sind vor allem die vielen unterschiedlichen Leuchtmodule. Mit der Größe einer Geldmünze ist der Tiny Lily Mini von Tiny Circuits aktuell der kleinste nähbare Mikrocontroller auf dem Markt. Was ihn aber noch besonderer macht, ist die Tatsache, dass er mit der Kleidung mitgewaschen werden kann. Wie bereits vorher erwähnt, kann durch den Einsatz von E-Textilien im textilen Gestalten über einen experimentellen Zugang ein Verständnis für Elektronik entwickelt werden. Das hier verlinkte Video zeigt die vielfältigen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von unterschiedlichen Sensoren in Kombination mit einem Mikrocontroller. Hier ist ein Beispielprojekt, das den Einsatz des Lilipads zusammen mit einem Lichtsensor und einem Temperatursensor demonstriert. Zurück zu unserem Handykissen aus dem einführenden Video. Wie schafft man es, dass die LED nur dann leuchtet, wenn das Smartphone darauf liegt? Der Trick dabei ist, dass das Smartphone als Schalter fungiert. Der Stromkreis, also die Verbindung zwischen Batterie und LED, wird erst dann geschlossen, wenn das Smartphone auf dem Kissen platziert wird. Denn durch das Gewicht werden die leitenden Fäden zusammengedrückt. Der Bereich der E-Textilien erweitert sich laufend und es gibt ständig neue Anwendungsbeispiele und DIY-Anleitungen. Wie auch auf den Webseiten der vorher vorgestellten Künstlerinnen gibt es beispielsweise auf der Webseite Instructable Circuits einige detaillierte und gut verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen in englischer Sprache zum Thema Wearable Electronics zu entdecken. Wie man sehen konnte, ist der Bereich der E-Textilien unglaublich spannend und schnell wachsend. Und er bietet zudem unzählige Kombinationsmöglichkeiten mit textilen Techniken. Ein Beispiel für eine Verbindung mit traditionellen Techniken wäre es, einen gestrickten Handschuh mit LEDs zu beleuchten und sie als Blinker beim Fahrradfahren einzusetzen. Eine DIY-Anleitung dazu von Irene Posch befindet sich im Kursordner. E-Textilien können aber natürlich auch mit modernen Verfahren, wie zum Beispiel der programmierbaren Stickmaschine oder dem Vinylcutter kombiniert werden. Es bleibt also spannend, die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich zu beobachten und im besten Fall selbst in die Welt der E-Textilien einzutauchen.